Hallo, guten Tag. Guten Tag. Dankeschön, Dankeschön. Das ist sehr lieb. Wirklich sehr lieb. Danke. Mein Respekt an euch, an die Stadt Frankfurt, an die Organisatoren, an alle Anwesenden und die auch Zuhörer später. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön, mein Lieben. Alles, alles gut. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Jeder Mensch ist zum Beispiel einseitig. Hat mehr Kraft auf der rechten Seite als die linke oder auch umgekehrt. Also Linkhänder oder Rechtshänder als anderes. Aber man stellt sich die Frage nicht, warum. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich muss das irgendwie das so aufteilen. Aber das merkt man nicht. Wenn wir jetzt gemeinsam einfach die Hände zusammendrücken und dagegen, also rechts drückt nach links und umgekehrt links drückt nach rechts. Und dann werden wir nach diesem Druck, nach dieser Pressing, da werden die beiden Hände mittig stehen, wo man auch die Gedanken macht, es sollte auch anders aussehen, entweder nach links oder auch nach rechts. Aber die sind die Fragen da und daher die Neugier der Menschen ist auch ein Faktor, dass man viele Sachen entdecken könnte, auch erforscht und sowas. Ich halte mich von dieser Sachen zurück, nur, ich kann mich nur vorstellen, Mohammed Talbi ist mein Name. Ich habe jahrelang auch Kampfkunst gemacht und gelernt und ich lerne immer noch. Ich war selber 6 Jahre in Japan im Kloster von Funakuchi, also der Gründer von dem modernen Karate. Ich habe auch, dann bin ich zum Karate, Shotokan, habe ich Aikido, Aijutsu, Ninjutsu, Aikido, andere Sportarten wie Yoga und alle verschiedene Sportarten und auch Sportkünste. An dem Moment für mich war es einfach mal ein Punkt, wo du sehen, ich muss das nachmachen, wie die alle Lehrer und Trainer gesagt haben. Natürlich lernt man von denen. Natürlich ist das auch ein Fakt für uns, die auch zu horchen und auch zu folgen. Ja, sind viele neue Sportarten auch gekommen mit neue Hightech und Modernisation von Geräten und sowas. Daher wollen wir nicht so viel unserer Diskussion jetzt verbringen, weil wir sind auch mit der Zeit ja verbunden. Arabische Schwertkunst ist jetzt eine neue Sport oder eine neue Kunst, die an dieser Welt mit vom Kampfkunst, die auch mit einem Gegenstand auch trainiert und auch ohne. Auch dieser Gegenstand oder das Schwert kann auch ein Soft-Gegenstand, können wir auch ein Holzschwert nehmen, wir können auch einen Stock nehmen, wir können auch ohne diese Gegenstände auch mal trainieren. Allein oder mit Partner, egal wie, männlich oder weiblich, auch in einer Gruppe. Und das werden wir nach und nach auch heute Abend erklären und auch ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage, was für mich, die immer konfrontiert worden, ist es, warum arabischer Schwert Kunst und nicht orientalisch, persisch und sowas. Ich kann das nur begründen, weil arabischer Schwert Kunst habe ich so genannt, denn der Hauptgrund, dass die arabische Schwertkunst ist die arabische Schrift. Die arabische Schrift zieht sich von rechts nach links. Da gibt es keine Ecken und keine Haken, sondern ist eine durchgezogene Schrift. Das ist eine harmonische Bewegung, wenn man mit dem Finger man nimmt. Auf diese Harmonie bleiben wir an diesem Punkt. Wenn wir jetzt nach Hause gehen oder jetzt auch hier in der Halle, jeder schreibt nur seinen Namen. Mit einem normalen Stift merkt man auch, dass die Bewegung ist begrenzt auf seine Finger. Wenn man auch seinen Namen, den gleichen Namen, mit dem gleichen Schrift, mit einem Pinsel seinen Namen schreibt, dann merkt man auch, da sind die Handgelenke, die gefragt werden. Dann muss auch eine andere Bewegung. So, jetzt gehen wir ein Stückchen weiter, einen Schritt weiter voran.
dann schreiben wir das mit einer langen Pinsel mit einem langen Stiel, wie wir auf einer Wand schreiben, dann ist das eine andere Bewegung. Bewegung, groß geschrieben, dann ist das eine Physikfrage, Mathematik, Medizin, Anatomie, Konzentration, Reaktion, Gleichgewicht und. Die Punkte werden wir nach und nach. Daher werden wir Stück für Stück in eine Reihe kommen. Ziel ist, die arabische Schrift ist einer von den großen Schriften oder auch Sprachen der Welt. Natürlich werden die sagen, ah ja, welche ist das, Englisch oder sowas? Nein. Die arabische Schrift hat eine andere Bedeutung und eine andere Erklärung, auch eine andere Masse in der Welt der Sprachen. Wenn wir die arabische, die englische Schrift nehmen, dann ist das auch komplett die englische Sprache. Die hat zwischen 400 bis 600.000 Wortschatz in ihrem Lexikon. In diesem Lexikon 400.000 ist Englisch, 200.000 sind mehr skandinavisch, die reingefügt worden oder rein zugefügt worden oder angeflossen worden. Wenn wir die russische Sprache, Balkanisch, das ist doch damals auch, bis jetzt ist auch zwischen 500 bis 600.000 Wortschatz. Die französische Sprache, also Frankophon, es ist auch eine Sprache, die bis 600.000 Wortschatz in ihrer Sprache besitzt. Im Vergleich, die arabische Schrift und arabische Sprache, die hat 12.800.000. Daher ist die Übersetzung von einer arabischen Sprache zum anderen ist ein bisschen sehr, sehr diffizil, ja, und sehr schwer. Es ist nicht unsere Frage. Unsere Frage, die Bewegung, das ist eine große, große Auswahl, wie wir die Bewegung herausfinden. Denn hätten wir eine andere Schriftform genommen, wenn wir auf dem japanischen Schrift, wo ja zum Beispiel Ziel der Ayaido, Ayayutsu, Ninjutsu, Ziel ist die Bewegung des Schwert zu beherrschen und in kurzem Schlag. Aber wenn wir die Bewegung schön nachmalen und aufzeichnen, dann kommt uns entgegen entweder ein Bild, ein Zeichen, oder eine Ziffer, oder eine Form, oder ein Schablon. Also, bevor dass wir an Fantasie arbeiten, kombinieren wir, um es einfacher das zu lernen, mit der arabischen Schrift. Arabische Buchstaben und Zahlen. Wenn wir einer nehmen, mit dem anderen Buchstaben kombinieren, zusammenfügen, und. Daher die Bewegung ist es in vorwärts, rückwärts, seitlich und auch links oder rechts rum. Da ist es von oben nach unten und auch umgekehrt. Kunst habe ich genannt. Auf einen Punkt ist für mich eine Ehre, das so weiter zu nennen als Kunst. Denn will ich nicht als Kampf nennen. Nein, Kampf, das Wort Kampf ist für mich ein bisschen sehr aggressiv. Fordert Herausforderung. Sondern Kunst kann man damit ein anderes Ziel erreichen. Eine Herausforderung der Harmonie, der Bewegung. Diese Harmonie ist in uns zu finden. Wie kann ich in mir finden, wenn ich mit mir selbst trainiere, mit einem Partner, mit einem Gegenstand oder ohne Gegenstand und mehr mit mehreren Partnern. Das ist hier diese Begegnung, ist eine Messung. Auch eine Niederlage ist ein Sieg für sich. Dann hat man gewonnen. Man hat gewusst und weiß man, inwieweit ist er. Daher gibt es auch in dieser arabischen Schwertkunst nicht die Punkte gut, schlecht, ausreichend, befriedigend oder nicht. Nein. Gibt es einfach mal Punkte zu sagen, du hast versucht, du bist auf einem guten Weg, du bist auf einem besseren Weg und irgendwann mal hast du deinen Weg gefunden.
Aber das werden wir nach und nach auch in dem Programm interne, auch in die, für die Trainer und die Ausbilder das verbreiten. Das ist jetzt ein Punkt für sich in anderer Paragraph. Kunst ist es, dass wir die Kombination, die Harmonie, die Koordination zwischen dem Mensch selbst und ein Schwert. Ich nenne das auch arabisches Schwert und nicht ein Säbel, weil ich würde mal lieber als Schwert nennen, weil eine andere Bedeutung, die werden uns nachher auch klar kommen und auch, dass wir das mal sehen. Ich sehe, dass ihr alle seid sehr, sehr, da kommen viele Fragezeichen, das weiß ich ja. Aber wartet, wir haben auch die Zeit dafür, um zu erklären, Stück für Stück. Denn wenn wir auf eine Anatomie gehen, die Herausforderung, diese Harmonie, was wir finden, ist das Punkt der Anatomie, Medizin. Wir wissen, Gott sei Dank, wir wissen, dass die Körpergröße von einem Mensch ist so fast lang oder auch breit, wie die Breite von seiner Fingerspitze bis zur Fingerspitze, wenn man auch die Arme auseinander streckt. Das ist die Körpergröße. Also, daher ist das Schwert, genauso medizinisch, Mathematik zeigt, eine Armlänge plus zwei Griffe. Und zwischen die beiden Griffen sind zwei Finger. Warum die zwei Finger? Das werden wir genau sehen mit Anatomie, mit Knochen, mit dem Handgelenk. Denn es sind andere Bewegungsleichter. Diese Form des Schwertes ist auch eine Herausforderung, eine Bereicherung für die Schwertkunst. Denn mit diesem Bogen nütze ich, würde ich auch den Schwung, die Kraft des Partners nützen. Mit einem kleinen Schwung ist wieder vorwärts oder rückwärts. Das wird er genauso sehen. Daher ist auch mal Physik. Physik bedeutet eine Schnelligkeit. Wie lange, dass ich mit einem Gegenstand trainiere, hat ein Gewicht. Und das Gewicht hat auch eine Masse. Und die Masse hat auch eine Länge. Und die Länge, um zu bewegen, braucht eine Bewegung, braucht eine Kraft, eine Energie. Und diese Energie wird es gezielt auf diese innere Kraft und die Körperkraft. Die Körperkraft bedeutet, die ganze Muskelaufbau und sowas, was eine Anatomie betrifft, die Schnelligkeit, um eine Übung auszuführen, da ist eine Mathematik drin. Wie weit kann ich, und wie weit darf ich und inwieweit. Meine Schritte, das ist mehr Geometrie, ist ein Design. Und da würden wir an dem, nach dieser Pause auch was anderes trainieren und erklären. Danke.